Anybody out there hear me, hear me? Cause I just wanna say one thing, one thing. Yeah, woke up to the same old shit. Same old rabbits playing same old tricks. Same old habits with the same old stitch in the arrow. Splits big as egg rolls, bitch, I don't care. I've been keeping overstimulated just to compensate for all the problems I've accumulated. Got a brain full of chemicals for the pain. Just a victim of the pharmaceutical drug game. Check it out. Yo, Freunde, was geht ab? Back in the game, remember my name. Es ist wieder hier, der Angel für euch am Start. Und heute, Leute, heute haben wir einiges vor. Und zwar muss dieses Baby hier, das da, das ist mein Auto, das kommt heute in die Werkstatt. Und nachher gehen wir noch zu Eop. Heute ist natürlich Training mit am Start. Und ja, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Überraschung auf meinem Kanal. Wer weiß, wer weiß. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Dann würde ich sagen, let's go! So, Freunde, wir sind jetzt angefangen hier bei Renault. Und ich bin so ein absoluter Hurensohn. Ich habe vergessen, meinen Kofferraum aufzuräumen. Deswegen machen wir das jetzt, wa? Boah, ich habe da so viel drin, das ist nicht mehr normal. Meine Haare sehen auch gerade beschissen aus, aber YOLO. Hier habe ich mir eine Tüte gesneakt. Und dann würde ich mal sagen, let's clean mein Auto, oder? Die sind auch richtig freundlich hier. Also, wenn ihr mal was mit eurem Auto habt, besonders mit eurem Renault, dann kommt hier hin, der Higger, der klärt. So, ihr wisst ja noch gar nicht, was mit meinem Auto passiert ist. Ich zeige euch das mal. Kommt mal mit, Leute. Ich zeige euch mal, was hier mit meinem Wagen passiert ist. Und das, Freunde, das war ein Abonnent in Schuld. Und wenn ihr diese Story hören wollt, dann lasst es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall, das ist passiert. Mein Baby. So, es wird Zeit, sich von meinem Baby zu verabschieden. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Und das ist jetzt unser neues Auto. Zum Einsteigen ist er sogar besser noch als meiner. So, Freunde, wir sind mal wieder beim Hagebau. Wir haben hier einiges, was wir noch holen müssen. Und ich muss sagen, das Auto fährt sich echt extrem gut. Richtig Epileptiker hier. Boah, Leute, ist es so ungewohnt, einen Schlüssel zu haben, weil ich habe ja eigentlich bei meinem Auto eine Karte, ne? Da geht alles automatisch. Tschüss. So, Freunde, jetzt geht's nochmal in den Blumenladen. Sag mal Moinsen. Ah, alles klar. Boah, Leute, da vorne, das ist ein ganzer Garten ist da. Zieht euch das mal rein. Boah, Alter, ich muss so dringend zum Friseur. Das ist nicht mehr normal. Kennt ihr das? Man hat einfach keinen Bock, 12 Euro für einen scheiß Friseur auszugeben. Ich habe ja 7 Jahre lang meine Haare selbst geschnitten. Und wir müssen jetzt nochmal los nach Voss. Das ist so ein Laden bei uns in Buxtehude hier. Da kannst du halt so Werkzeugkram holen. Alles Mögliche. Und wir brauchen eine Radschraube. Ich habe das Klo bei Opa jetzt repariert, ne? Bester Boy natürlich am Start. Ja, aber da ist eine Schraube geschmolzen. Wir haben einfach eine geschmolzene Schraube gekriegt. Ist ja natürlich mein Glück, ne? Da würde ich sagen, let's go. Freunde, der Typ da drinne, der kam gar nicht auf meine Haare klar. Und wollt ihr den Übeltäter mal sehen? Hier ist der Übeltäter, abgebrokt. Das sind Leute und wir gucken so behindert, weil ich alle mit einer Kamera aufnehme. Yeah. Ist jetzt nicht das Bombenauto, ich weiß, jetzt gönnt mir doch auch mal, dass ich... So, Freunde, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich bin meine Haare leid. Ich gehe zum Friseur. Bis gleich. So sieht das Ganze jetzt aus. Was meint ihr, hat der Friseur dafür ein Like verdient oder nicht? Ich finde es auf jeden Fall mega fresh. Vorher sah ich echt aus wie so ein Penner oder so. Und dann würde ich sagen,
gehen wir erstmal nach Kaufland, denn ich krieg so langsam Hunger. So, Freunde, ich bin wieder zurück. Ich habe auf jeden Fall viel eingekauft und Eop hat mir Bescheid gegeben. Jetzt hat er frei, das heißt, wir holen den jetzt ab, dann würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich, oder? Welcher Windhund ist das? Was geht ab, Digga? Ey, was geht ab, bitte? Sag einfach. Ey, von wo bist du denn gekommen, Alter? Hä? Von wo bist du gekommen? Ich war mit meiner Mutter. Ach, stimmt, da vorne ist die Tür, ne? Ja? Alter, ich hab die ganze Zeit nach da hinten geguckt. Normalerweise, wenn du immer schreist, du bist gleich da, dann brauchst du mal so. Dieser Weichendeller. Ich stehe dann so in der Kälte, so friere den Arsch und so. Wir sind jetzt nochmal bei Kaufland und wir holen uns jetzt Kaltwachsstreifen und. Heute auf Video. Auf Snapchat. Oder so wie auf Snapchat. Hier mal einen kleinen Vorgeschmack. 3. Oh shit. Alter, das ist Blanco. Oh no, zeig mal. Boah. So, Leute. Hier sind die geilsten Wachsstreifen ever. Wir sind gefickt. Und wir gehen jetzt zur Tanzschule, die ist übrigens da hinten. Und ich habe eine nice Tasche, hab ich gehört. Dinger, du hast bestimmt so Innentaschen oder so. Gönn dir. Nein, du musst das schon wieder. Precious Sneaker am Start. So Jungs, wir gehen jetzt zur Tanzschule. Meine Haare sehen immer noch beschissen aus. Ist auch schon besser, ist Maurice-Style. Wer von euch kennt Maurice? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Ich nicht. Sag mal euren Arsch. Das ist voll Fame. Die ist richtig Fame und Depri. Guck mal, damit fahren wir durch McDrive. Und hier werden wir tanzen! Nicht. Doch, werden wir. Digga, yo! Willst du mich? Fickles? Nein, du seid nicht. Jo, Freunde, noch nicht abschalten, denn jetzt erhaltet nur ihr Infos über was, über das, was die nächsten Tage kommen wird. Erstmal nice, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Richtig fresh, Angel Army ist am Start. Ich habe jetzt an diesem Video ungelogen 3 Tage geschnitten. Und ich bin mit mir selbst noch nicht zufrieden. Ich finde, ich kann noch ein bisschen mehr einbringen. Aber ich brauche mehr Zeit, Leute. Ich brauche mehr Zeit. Und ich will ja jeden Tag für euch ein Video bringen. Ich hoffe, man nimmt das mir nicht so allzu übel. Kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Morgen kommt wahrscheinlich für euch ein neuer Meckes Prank. Und zwar der Meckes Prank, den ihr auch vorgeschlagen habt. Und zwar der Porno-Prank in der Toilette. Zeit gefurzt. Also der da. Habe ich natürlich auf Snapchat bekannt gegeben. Freunde, ihr seid jetzt live dabei bei Meckes Prank hier.
Da ist die erste Kamera, da ist die zweite Kamera. Es war richtig nice, dass ihr da aktiv seid. Und sonst lasst mich einfach wissen, was ihr sehen wollt. Was habt ihr Bock? Ich habe so viele Ideen, aber ich möchte auch was von euch umsetzen. Was soll ich als nächstes Video nach dem Mac-Prank machen, Freunde? Sagt es mir einfach, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Jetzt macht schon, ich warte auch. Habt ihr geschrieben? So, Freunde, dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr auch gar nichts mehr. Hier seht ihr meine Social Networks und hier kommt ihr zu den zwei Playlists. Einmal die Macis Playlist, da zeige ich euch all meine Macis Pranks, die ich gedreht habe. Sehr aufwendig geschnitten und gedreht. Und die Weihnachts-Adventskalender-Special-Videos, ihr wisst es ja, jeden Tag ein Video. Wenn ihr das verpasst habt, ja, dann müsst ihr die natürlich nachholen. Ne? Hier in der Mitte könnt ihr mich natürlich easy abonnieren. Alles weitere, was ihr wissen müsst oder was ihr euch gönnen könnt, ist unten in der Beschreibung. Da würde ich sagen, ihr bleibt so wie ihr seid, der Angel Boy ist raus und wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Peace.